Ein TikToker namens Coach Frankie verbreitet rassistisches Gedankengut und die Community feiert es. Ein Rapper will nun dagegen ankämpfen und fordert die Sperrung von dieser Person. Seit Wochen konnte jeder in der Deutschrap-Szene ganz klar mitverfolgen, wie Manuelsen tagtäglich angegriffen wird. Mehrmals fällt das N-Wort und das leider ohne Konsequenzen. Lass einfach, Bruder, miteinander sprechen. Ja? Warum läuft er nicht weg, der verdammte Nigger? Niemals, Bruder, niemals, ja? Ja, und ist alles gut, Bruder. Lass uns über was Schönes reden. Welche Schokolade liebst du? Magst du Duplo, Kinder Bueno? Lass lieber da drüber kommen, Schatz, das sieht geil aus. Ich liebe das. Das hat er geil gemacht, ne? Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber geil. Oh, ich liebe das hier. Guck mal, die Landluft. Ich schwör's dir, ich liebe das. So ein kleines Häuschen haben. Anstatt verurteilt zu werden von der Community, wird applaudiert und weiter drauf getreten. Nach mehreren Wochen platzt dann Manuelsen und will Coach Frankie zur Rede stellen, fährt dafür sogar nach Hannover, um ihn zu suchen. Allerdings ohne Erfolg. Egal wo er nach ihm fragt, keiner hat Informationen, die ihn ans Ziel bringen. Er gibt schließlich die Suche auf. Jetzt fordert er Instagram und TikTok auf, dass sie solchen Rassisten nicht eine Plattform bieten sollen. Immerhin wird selbst in der Sprache Nachricht weiter beleidigt, wie zum Beispiel mit dem N-Wort. Ein Verbot muss her. Jeder aus der Manuelsen-Community soll ihm dabei unterstützen. Was hat der Typ gemacht? Was macht der da? Was macht der, Bruder? Was sind das für Äußerungen? Und wenn ich euch später, ungefähr gegen 11, komme ich nochmal live, wenn ich euch diverse Sprachnachrichten zeige, die dieser Mensch aus seinem eigenen Mund rausgibt an Kollegen von sich, und was er da sagt und wie er das sagt, das sind Sachen, der ist ein Tier, ich schwöre, der ist ein Tier. Ich hab jetzt gerade eine halbe Stunde mit einer Ex-Bekanntschaft von ihm telefoniert. Sie hatte Redebedarf und hat sich mir anvertraut, deswegen schützen wir ihre Privatsphäre jetzt auch. Was die mir erzählt hat, ist fernab von Gut und Böse. Fernab von Gut und Böse. Und ich bin jetzt keiner von einer Schaltzentrale, der jetzt da hingeht und mir sein Leben zum Beruf macht und jetzt so alles aufdeckt und so. Aber ich sag euch, dieser Typ ist kein Mensch. Dieser Typ ist kein Mensch. Was er abwertend über Schwarze sagt, ist eine Sache. Aber was jetzt, wo das so ganz ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt hat, ne, weil ich das wieder auf meinem Instagram gepostet habe, anstatt dass ich irgendwelche Veranstaltungen poste, die wir bald haben, und anstatt dass ich irgendwelche Projekte poste, die wir bald haben, poste ich lieber diesen rassistischen Sohn einer Wölfin, um zu zeigen, wen ihr da unterstützt überhaupt. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, wird Coach Frankie wirklich gesperrt? Und sollte man gegen diesen TikToker gemeinsam vorgehen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.